TikTok, unser heutiges Thema im Creative Coffee. Neben mir sitzt David Gabellini von der Social Content Agentur Monami. Hallo David. David, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass TikTok dich total begeistert. Warum ist das so? Was findest du so gut an dieser Video-App? Das hat ganz verschiedene Gründe. Ich finde es vor allem ausspannend. Ich finde es ausspannend, wie sich der Konsum durch TikTok, kann ich das Gefühl, nochmal ein bisschen verändert. Das kann man gut oder schlecht finden. Ich habe das Gefühl, es wird alles nochmal schneller. Was ich aber auch als Ex-Journalist am allerlässigsten finde, ich finde, Storytelling wird auch gross geschrieben. Auf TikTok ist wirklich der Algorithmus noch viel faszinierender als auf den anderen Kanälen. Und durch das habe ich das Gefühl, wirklich nur gute Inhalte, auch da wieder sehr relativ, was gut heisst, aber nur gute Inhalte setzen sich durch und erzielen Reichweite. Politisch ist es spannend, da masse ich mir nicht an, irgendwie über das zu urteilen, aber es ist schon spannend, dass erstmal nicht die Amerikaner so ein Gerät in der Hand haben, wo man gleich viel kann bewegen kann. Das würde aber ein bisschen zu lang gehen, um dort noch darüber auszuführen. Nein, aber ganz grundsätzlich aus Social Media technischen Gründen finde ich es mega spannend, was jetzt dort passiert, eben Video, Hochformat etc. Jetzt, die Nutzer von TikTok sind ja sehr, sehr jung, oder? Gemäss der Statistik sind es 6% der Jugendlichen, die meisten unter 16. Wie schätzt du die Zahlen ein, die Entwicklung? Das erinnert mich mega fest an Instagram. Instagram war am Anfang sehr ähnlich. Mega jung, man hat ein bisschen darüber gelacht. Das machen wir jetzt bei TikTok auch. Und mittlerweile setzen aber die meisten Unternehmen, auch die wir betreuen, fast mehr auf Instagram als auf Facebook. Ich bin noch nicht ganz sicher und ich wage es nicht zu prognostizieren, habe das Gefühl, dass bei TikTok gleich das in eine ganz andere Richtung noch wird gehen. Also ich bin eigentlich überzeugt, dass man ganz viel Relevanz, dass man ganz viel Substanz kann schaffen. Es fängt langsam an. Ich habe gerade gestern über einen Anwalt gelesen, der zum Beispiel so Use-Tipps gibt über TikTok, was super funktioniert. Also ich habe das Gefühl, das ist halt einfach jetzt in der Anfang, aber ich merke schon jetzt in meinem Feed, dass das tendenziell nicht mehr ewig unter 16 wird bleiben. Ihr betreut ja den TikTok-Kanal für Coop und die RHB beratet ja, glaube ich, einfach. Kannst du mal ein paar Beispiele zeigen, was ihr da macht? Klar. Genau, also bei Coop, dort haben wir wirklich erst gerade so ein bisschen angefangen und sind aber schon wahnsinnig, darf man sagen, erfolgreich gewesen. Was ich vielleicht schnell ausholen muss, das erste Video, das ist der sogenannte Toblerone-Prank, den wir vor 3 Jahren, glaube ich, initiiert etwa auf Facebook. Vor allem auf Facebook, nicht auf Instagram, sondern vor allem auf Facebook. Und ich stehe schon wahnsinnig durch die Decke. Und jetzt haben wir gefunden, das ist eigentlich ein guter Start. Das ist wirklich einfach ein Prank, wo wir Toblerone eigentlich anstatt dem Warentrenner nehmen. Das ist auf TikTok, muss man dazu sagen, jetzt auch 1,3 Millionen Mal angeschaut worden. Das war eigentlich wieder der Startschuss für diesen Kanal. Wir machen seither aber eigentlich TikTok-explizite Sachen auch. Es gibt gewisse Videos, die wir neu auseinanderschneiden können, die wir schon gemacht haben für Coop, weil wir jetzt gleich schon 3 Jahre mit ihnen zusammenarbeiten, wo man auch gewisse Sequenzen kann neu verwenden kann. Alles in allem glaube ich aber, man muss wirklich TikTok explizit arbeiten. Also es wäre wie falsch, wenn man jetzt irgendwie nur Facebook und Instagram-Stoff würde adaptieren. Ein Beispiel vielleicht schnell, das ist 215.000 Mal angeschaut worden. Genau, das ist so ein bisschen ein simpler Witz, ein Mitarbeiter geht am Morgen in Coop, es ist vermeintlich noch niemand dumm, er ruft irgendwie in die Dunkelhalle und es ruft jemand zurück. Das passiert auf einer eigentlich klassischen so TikTok-Challenge. TikTok funktioniert ja viel mit Sound und dann nutzen wir eigentlich einen Sound, der eh schon mega verbreitet ist und haben das wie auf eine Coop-Situation adaptiert. Und da ist wirklich, also eben bei Coop, man sieht es jetzt nach, ich weiß gar nicht, was ist es, etwa 2 Wochen her, die haben schon 12'000 Follower, haben schon über 200'000 Likes. Likes ist eine neue Währung auf TikTok, die man auf Instagram oder auf Facebook so noch nicht gesehen hat, dass die wirklich präsent angezeigt wird. Und das funktioniert bis jetzt also super. Wir haben, genau, du hast die RHB noch gesagt, wir haben dann noch andere Kunden, die wir ganze Kanäle machen. Bei der RHB ist es mehr so, die machen auch viel selber. Und dementsprechend haben sie auch TikTok angefangen selber zu machen. Dort ist wirklich, die geben sich auch Mühe. Was dort am Anfang ein kleines Problem war, das sieht man da, die haben wie angefangen mit so einem Werbeteaser, mit wirklich so einem Intro, wo sie auf die Farben von der RHB aufmerksam machen. Und das funktioniert auf TikTok halt nicht so gut. Also ich glaube, man muss sehr schnell, auch das ist eigentlich altbekannt schon von den anderen Kanälen, aber auf TikTok vielleicht fast noch expliziter, dort musst du wirklich, so blöd wie es dort, reinbretschen vom ersten Moment. Also PR funktioniert nicht auf TikTok?
wer weiß, also PR funktioniert, glaube ich, ganz grundsätzlich nie in den sozialen Medien, außer es ist unfassbar gut gemacht. Aber auf TikTok merkt man halt wirklich mega schnell, du musst den User wirklich catchen. Und sie haben dann die drei Videos gemacht, die alle so ein bisschen mit dem Intro angefangen haben. Wir haben dann am letzten Schurfix, wir arbeiten grundsätzlich immer so in einem Monatsmandat mit unseren Kunden, wo wir außer dem Content umsetzen und kreieren, auch beratend tätig sind und dort ihnen mal, wie gesagt, probieren mal irgendwie mit einem One-Taker, auch ohne Schnitt etc. Etwas zu machen. Das heisst, irgendwie konkludiert, TikTok funktioniert schon auch sehr so, dass die User das Gefühl haben, sie hätten das Video auch selber machen können. Okay. Aktuell. Eben, das kann sich auch immer noch verändern. Ich glaube, immer noch im News-Bereich kann man dann auch noch anders arbeiten. Aber aktuell ist es wirklich, glaube ich, die One-Takes und möglichst authentisch funktioniert am besten. Und dann hat der RHB auch das probiert. Und das hat im Moment 88'000 Views, während es vorher irgendwie ein paar hundert damit gehabt haben. Also ich glaube schon, eben mit so simplen Quick-Wins und simplen Mechaniken kann man wirklich wahnsinnig viel rausholen. Sie haben da gleich gezeigt irgendwie, ich weiß gar nicht, was für ein Zug das ist, aber sie zeigen da viel Landschaft und irgendwie machen aufmerksam auf eine Strecke von ihnen. Und das, glaube ich, ist gerade im Tourismus ist das mega schönes Beispiel, wie man kann zeigen, was man alles drauf hat. Und gibt es auch Beispiele für Kunden oder so, nicht funktioniert haben? Ja, für Kunden ist es im Moment spannend. Im Moment ist gerade heikle Phase ist ein grosses Wort, aber es ist noch spannend, dass ich gerade das Gefühl habe, und das ist eine persönliche Vermutung, seit 3 Tagen werden alle Schweizer Sachen nicht mehr so gut ausgeliefert. Das ist, finde ich, noch spannend, jetzt mal schauen, wie lange das anhebt, aber im Moment merken wir gerade, es sind eher nur noch irgendwie ein paar Tausend anstatt ein paar Hunderttausend. Das mag ein Luxusproblem sein, aber das ist zum einen noch spannend, dass jetzt gerade die aktuelle Phase... Aber kann das liegen? Das wissen wir im Fall gar nicht. Das ist ja schon speziell, dass bei TikTok irgendwie der Algorithmus ist undurchschaubar bis jetzt. Ich habe das Gefühl, Bilderkennung spielt, das hat jetzt nicht mit der kleinen Reichweite zu, aber ganz grundsätzlich mit dem Algorithmus von TikTok habe ich das Gefühl, Bilderkennung spielt eine grosse Rolle. Das vielleicht noch schnell in Klammern gesetzt. Ich interessiere mich wahnsinnig für Fußball und irgendwie Fußball ist relativ simpel visuell zu erkennen mit der grünen Wiese. Ich komme im Moment auf meinem Feed nur noch Fußballsachen über. An was das aber liegt, dass die Reichweiten im Moment nicht so gross sind, weiss ich nicht. Ich nehme auch TikTok schrübelt und macht und tut und will Business Cases entwickeln und will wahrscheinlich gerade von den Brands irgendwann auch Budgets abschöpfen, wie das Facebook macht. Zurück zu der Frage, aber was nicht so gut funktioniert. Genau. Wir machen vor allem auf unserem eigenen Kanal, testen wir halt ganz viel Zeug aus. Und dort merken wir immer wieder, was nicht so gut funktioniert. Und lustigerweise zum Beispiel, jetzt haben wir auch noch eins drauf, wo ich auch so ein bisschen am überlegen bin, ob ich es drauf lasse, aber wenn man zu nischig ist, funktioniert das noch nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Wir wollen irgendwie so TikTok-Meta-Themen ein bisschen abdecken, wenn du auf Challenges eingehen und die so ein bisschen durch den Kakao ziehen, weil wir manchmal dann, weil wir gleich ein bisschen zu niederschwellig sind. Okay. Und das funktioniert aber irgendwie nicht. Das kann sein, dass irgendwie zu wenig User die Challenge vorher kennt und darum es funktioniert wirklich bei unserem Kanal. Was war das letzte gewesen, haben wir? Es gibt so ein Spiel, wo man die Nattel-Stoppuhr hat müssen möglichst schnell shoppen. Okay. Und dann haben wir wie irgendwie wirklich so ein Stück gemacht, wenn du so Töckle hörst im Büro und es ist unheimlich. Dabei ist ein TikToker. Also wir haben so ein bisschen wie TikToker eigentlich... Chippen genau, auf Chippen. Und das hat zum Beispiel gar nicht funktioniert. Okay. Und da habe ich wirklich das Gefühl, es ist vielleicht so ein bisschen zu nischig, es ist vielleicht zwei Kurven zu weit gedacht und das ist irgendwie nicht so gut angekommen. Und jetzt haben wir den gelöscht? Oder? Jetzt haben wir den gelöscht, auch das gehört aber zu den Testings. Also wir sind jetzt wirklich fortwährend eigentlich so ein bisschen dran, mit englischen Captions Sachen zu testen, mit lustigen Sachen zu testen, mit Menschen zu testen, mit irgendwie Büroszenen. Wir probieren dort wirklich alles Mögliche. Sind im Moment auch gerade eben bei dem Substanzieller sind wir so ein bisschen eine Infotainment-Schiene. Sind wir gerade wirklich im Büro am konzipieren. Vielleicht ist sie auch schon mittlerweile umgesetzt, das erste, was wir demnächst werden probieren. Also ich glaube, das ist jetzt auch wichtig, dass wir halt auch auf unserem Kanal mega anfangen zu merken, wie funktioniert der Algorithmus tatsächlich. Entschuldigung. Wenn du so ein Video löst, also hat das Einfluss auf den Algorithmus irgendwie? Wird das nachher, ja? Das gilt jetzt wirklich zu testen. Ich habe das Gefühl, kann nicht. Ich habe schon mal eins gelöscht und kurz darauf haben wir dann das Shakiri-Video online gestellt, das irgendwie 2,7 Millionen Mal angeschaut worden ist. Mhm. Also auch gerade eigentlich nach einer Löschung von einem Video, wo ich das Gefühl hatte, oh, ist das gut? Weil sonst empfehle ich, also ich empfehle grundsätzlich auf keinem Kanal irgendetwas zu löschen. Es sei denn, man bietet auf viel Angriffsfläche und es war völlig ein unüberlegter Post. Aber jetzt da habe ich das Gefühl, nein, es hat eigentlich keine Auswirkung auf den Algorithmus. Nichtsdestotrotz, ich würde es jetzt schon auch nicht herausfordern und lösche irgendwie alle Woche ein Video, sondern es gehört wie auch so ein bisschen zu den Erkenntnissen.
bisschen zurück zu der Strategie. Wie regelmäßig muss man auf TikTok aktiv sein? Wie regelmäßig sollte man Posts machen? Ist das gleich wie bei den anderen? Ja, das ist wirklich so ein bisschen gleich wie bei den anderen. Blöd. Aber eigentlich ist es ja immer so ein bisschen mehr ist mehr auf diesen Kanälen. Da gibt es einfach das grosse, grosse Aber, dass die Qualität trotzdem fest vor Quantität kommt. Also, und da bin ich auch. Das zelebriert mir, glaub, ganz grundsätzlich oder predigt mir fast schon, dass lieber postet man auf jedem Kanal eigentlich nur einmal in der Woche etwas Gutes, anstatt fünfmal irgendetwas. Und trotzdem merkst du natürlich gerade bei diesen Influencern, die es mittlerweile auch auf TikTok wahnsinnig viel schon gibt, auch aus der Schweiz, Leute, die irgendwie über 500.000 oder sogar mehrere Millionen Follower hat, die postet zum Teil fünfmal am Tag. Und wahrscheinlich, wenn man fünfmal am Tag etwas zu erzählen hat, was man natürlich als Persönlichkeit vielleicht fast noch eher hat, weil man dann auch vom Charakter, wo man ist, lebt, dann macht das mega Sinn. Als Brand würde ich jetzt aber sagen, das muss wirklich primär gut sein. Und dann spielt es wie nicht so eine Rolle, ob es alle Woche einmal oder siebenmal ist. Und ihr jetzt bei der Agentur, wie entwickelt ihr die Ideen für die Posts? Also jetzt auch das bei Coop oder ja, wie macht ihr das? Das steht und fällt ein bisschen mit unserem Dunstigsbier. Unser Dunstigsbier gibt es... Also Alkohol? Unter anderem ein bisschen Alkohol, bei weitem nicht all. Nichtsdestotrotz ist das halt so ein bisschen unsere Brainstorm-Runde, wo immer wieder im Moment gerade TikTok, AR ist auch ein grosses Thema, aber TikTok so ein bisschen in die Runde gerührt wird. Jetzt wissen die Leute bei uns natürlich, dass jetzt gerade Coop und die anderen Kunden so ein bisschen auf dem Teller liegen. Und dann wird wirklich einfach mal, also wir sind eh sehr internetinspiriert. Da kommen ganz viele Sachen auf den Tisch und dann entwickelt man ein bisschen und findet, das kann man adaptieren, das müssen wir ganz neu entwickeln. Also es entsteht tatsächlich ein bisschen wegen dem Alkohol manchmal auch. Ja, vielleicht noch zum Schluss kannst du noch mal sagen, jetzt für euch als Agentur, inwiefern ist TikTok anders, einfacher, schwieriger im Marketing als Instagram und Facebook? Lustig ist, dass du gerade beide Wörter gesagt hast, die wir damit verbinden. Es ist gleichzeitig einfacher und schwieriger. Es ist schwieriger insofern, als dass man halt wirklich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Storytelling ist... Das muss man riesig schreiben. Also es funktioniert wirklich nicht, dass man irgendwie... Wir wollen auch keine Kunden annehmen, die einfach finden, ja, wir können ein bisschen TikTok kommentieren und die Botschaften. Das funktioniert nicht. Man muss wirklich irgendwie klar zuerst eine Strategie finden, wo je nach Kunde unterschiedlich ist. Was will man erzählen, auf was will man aufmerksam machen? Geht es um ein Produkt, geht es um Mitarbeiter? Und das birgt schon auch gewisse Schwierigkeiten. Einfacher ist es aber, als dass ich glaube, wir sind sehr eine kreative Agentur. Ich glaube, wir haben immer wieder, und das ist wirklich einfach, glaube ich, so. Also, es klingt immer so ein bisschen anmassend, aber wir haben immer wieder Viral-Hits, die wir geschaffen haben. Und das kommt uns auch entgegen, das wirklich kreative, vielleicht auch ein bisschen wildere Storytelling. Okay, ja, also wir von persönlich.com sind nicht auf TikTok, noch nicht, aber dafür auf Facebook, Twitter und Instagram. Und für letzteres würde ich gerne noch ein Selfie machen mit dir. Hallo. Kannst du dein Handy zücken? Ja.